Der Labrador Retriever, ein treuer Freund fürs Leben. Der Labrador Retriever zählt weltweit zu den beliebtesten Hunderassen. Seine freundliche Natur, Intelligenz und Vielseitigkeit machen ihn zu einem idealen Familienhund, Begleiter und Arbeitshund. Doch was macht den Labrador so besonders? Tauchen Sie mit uns ein in die Welt dieser faszinierenden Rasse. Vom Fischerhelfer zum Familienidol. Die faszinierende Geschichte des Labradors. Die Herkunft des Labrador Retrievers führt uns zurück ins 19. Jahrhundert nach Neufundland. Nicht zu verwechseln mit der heutigen kanadischen Provinz Labrador, von wo aus die Rasse ihren Namen erhielt. Ursprünglich von Fischern eingesetzt, um Netze zu ziehen und Fische zu holen, zeichneten sich diese Hunde durch ihre Liebe zum Wasser, ihre Ausdauer und ihre Intelligenz aus. Die frühen Labradore waren unverzichtbare Arbeitspartner in der rauen kanadischen Küstenlandschaft, wo sie sowohl auf dem Land als auch im eiskalten Nordatlantik geschickt agierten. Im frühen 19. Jahrhundert brachten englische Adlige einige dieser Hunde aus Neufundland nach Großbritannien zurück, fasziniert von ihren Fähigkeiten und ihrem freundlichen Wesen. In England begann die systematische Zucht, die darauf abzielte, die besten Merkmale der Rasse, ihre Arbeitsfähigkeit, ihr freundliches Temperament und ihre Robustheit, zu verfeinern und zu erhalten. So entwickelte sich der Labrador Retriever von einem vielseitigen Arbeitshund zu einem der beliebtesten Familienhunde, sowohl für die Jagd als auch für die Gesellschaft. Die offizielle Anerkennung der Rasse durch den Kennel Club in England erfolgte im Jahr 1903 und der American Kennel Club folgte 1917. Heute ist der Labrador Retriever nicht nur wegen seiner Vielseitigkeit als Arbeits- und Begleithund geschätzt, sondern auch wegen seiner ausgeglichenen Persönlichkeit, die ihn zum idealen Familienmitglied macht. Erscheinungsbild: In jedem Fell ein Goldstück. Das Erscheinungsbild des Labrador Retrievers ist geprägt von seinem kräftigen, gut proportionierten Körperbau und einem freundlichen, intelligenten Ausdruck. Sein kurzes, dichtes und wasserabweisendes Fell ist eines seiner charakteristischen Merkmale, das ihn für Aktivitäten im Freien und im Wasser besonders geeignet macht. Die Fellfarben des Labradors variieren und umfassen Schwarz, Schokoladenbraun und Gelb, wobei jede Farbe gleichberechtigt und ohne Einfluss auf Gesundheit oder Temperament ist. Ein ausgewachsener Labrador Retriever erreicht eine Schulterhöhe von etwa 54 bis 57 Zentimetern, wobei Rüden tendenziell etwas größer und schwerer sind als Hündinnen. Das Gewicht variiert typischerweise zwischen 29 und 36 Kilogramm, abhängig von Größe, Geschlecht und individueller Konstitution. Labradore gelten als langlebige Rasse mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 10 bis 12 Jahren. Diese kann durch eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und vorbeugende Gesundheitspflege positiv beeinflusst werden. Ihre robuste Natur und Anpassungsfähigkeit machen sie zu treuen Begleitern für viele Lebensjahre. Ein kluger Kopf auf starken Schultern, Bildung und Erziehung des Labrador Retrievers. Die Erziehung eines Labrador Retrievers ist dank seiner Intelligenz, seines Eifers zu gefallen und seiner Lernbereitschaft eine lohnende Aufgabe. Diese Hunde reagieren besonders gut auf positive Verstärkungsmethoden, einschließlich Lob, Leckerlis und Spiel, was das Training sowohl effektiv als auch angenehm macht. Frühzeitige Sozialisierung und Grundgehorsamstraining sind essentiell, um sicherzustellen, dass der Labrador zu einem gut angepassten und kontrollierbaren Begleiter heranwächst. Labradore haben eine natürliche Neigung zu Gefallen, was das Einüben von Kommandos wie Sitz, Platz und Bleib erleichtert. Allerdings kann ihre Begeisterung und Energie manchmal zu Überschwang führen. Daher ist Geduld und Konsequenz im Training wichtig. Die Beschäftigung mit abwechslungsreichen Aufgaben und Spielen hält ihren Geist angeregt und fördert ihre Lernfähigkeit. Regelmäßiges Training und geistige Herausforderungen sind entscheidend, um Übermut und Langeweile zu vermeiden, die sonst zu unerwünschtem Verhalten führen können. Labradore sind für ihre Freundlichkeit und ihr sanftes Wesen bekannt. Doch eine solide Grundlage in Erziehung und Training stellt sicher, dass sie sich zu wohlverhaltenen Familienmitgliedern entwickeln. Die sanften Riesen.
das unvergleichliche Temperament des Labradors. Labrador Retriever sind für ihr außergewöhnlich freundliches und ausgeglichenes Temperament bekannt, das sie zu beliebten Familienhunden macht. Sie zeichnen sich durch eine hohe Intelligenz, Lernbereitschaft und eine tiefe Zuneigung zu ihren Menschen aus. Labradore sind gesellige Tiere, die gut mit Kindern, anderen Tieren und auch Fremden auskommen, was sie zu idealen Begleitern in vielfältigen sozialen Situationen macht. Ihre Geduld und Sanftmut gepaart mit einem unermüdlichen Wunsch, zu gefallen, machen sie zu hervorragenden Kandidaten für die Arbeit als Therapie- oder Assistenzhunde. Trotz ihrer sanften Natur sind Labradore energiegeladen und benötigen regelmäßige Bewegung und geistige Anregung, um ausgeglichen und glücklich zu bleiben. Sie lieben Aktivitäten wie Apportieren, Schwimmen und ausgedehnte Spaziergänge, die ihnen helfen, ihre Energie sinnvoll zu nutzen. Labradore sind nicht nur wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und ihres freundlichen Wesens beliebt, sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, schnell zu lernen und Befehle zu befolgen. Ihre ausgeprägte soziale Natur bedeutet allerdings auch, dass sie nicht gern alleine sind und am besten in einem aktiven, liebevollen Zuhause gedeihen, wo sie Teil des Familienlebens sein können. Verwendung: von der Jagd bis zur Hilfe. Der Labrador im Dienst der Menschheit. Der Labrador Retriever ist eine außergewöhnlich vielseitige Rasse, die weit über das Familienhaustier hinausgeht. Ursprünglich als Jagd- und Fischereihund gezüchtet, hat der Labrador seine Fähigkeiten in viele Bereiche erweitert. Heute sind sie als Blindenführhunde hochgeschätzt, wo sie durch ihre Intelligenz, Geduld und Lernbereitschaft glänzen. Ihre sanfte Natur und Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu erlernen, machen sie auch zu idealen Therapiehunden, die in Krankenhäusern, Schulen und Altenheimen Freude und Trost spenden. Im Bereich der Strafverfolgung und beim Militär werden Labradore als Spürhunde für Drogen, Sprengstoffe und zur Suche nach Vermissten eingesetzt, wo ihre ausgeprägte Geruchswahrnehmung und ihr Arbeitseifer von unschätzbarem Wert sind. Ihre Anpassungsfähigkeit und Robustheit prädestinieren sie ebenfalls für Rettungseinsätze in Katastrophengebieten. Neben diesen spezialisierten Rollen bleiben Labradore beliebte Jagdhunde, besonders in der Wasservogeljagd, wo ihre Liebe zum Wasser und ihre Apportierfreudigkeit zum Tragen kommen. Ihre Vielseitigkeit, kombiniert mit einem unübertroffenen Temperament, macht den Labrador Retriever zu einem der am meisten geschätzten und eingesetzten Hunde in einer Vielzahl von unterstützenden und dienstleistenden Rollen weltweit. Die Unterschiede zwischen Showlinie und Arbeitslinie. Der Labrador Retriever teilt sich in zwei Hauptlinien, die Showlinie und die Arbeitslinie, die sich sowohl in Erscheinung als auch in Temperament unterscheiden. Showlinie-Labradore, oft als Englisch-Labradors bezeichnet, sind für Schönheitswettbewerbe gezüchtet und zeigen oft einen kräftigeren Körperbau, breitere Köpfe und ausdrucksstarke Augen. Sie haben in der Regel ein ruhigeres Temperament und sind weniger energiegeladen als ihre Arbeitsliniengegenstücke. Ihre Fellfarbe und Qualität, Körperproportionen und allgemeines Erscheinungsbild entsprechen den strengen Standards von Rassehundeausstellungen. Im Gegensatz dazu stehen die Arbeitslinie Labradore, auch American Labradors genannt, die für ihre Leistungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft gezüchtet werden. Sie sind in der Regel schlanker, haben einen weniger massiven Kopf und zeigen mehr Energie und Ausdauer. Diese Linie ist für ihre Intelligenz, Trainierbarkeit und ihr hohes Maß an Aktivität bekannt, was sie zu idealen Begleitern für jagdliche Aktivitäten, Such- und Rettungsdienste sowie als Diensthunde macht. Beide Linien teilen die charakteristischen Merkmale der Rasse wie Freundlichkeit, Intelligenz und eine starke Bindung zu Menschen, doch ihre Zuchtziele spiegeln unterschiedliche Schwerpunkte in Erscheinungsbild und Temperament wider. Beschäftigung und Auslauf für den energiegeladenen Labrador. Labradore sind energiereiche und intelligente Hunde, die regelmäßige körperliche und geistige Beschäftigung benötigen, um ausgeglichen und zufrieden zu sein. Tägliche ausgiebige Spaziergänge, Laufspiele und Apportierübungen sind essentiell, um ihren Bewegungsdrang zu befriedigen. Labradore lieben Wasser. Daher sind Schwimmaktivitäten eine hervorragende Möglichkeit, sie zu beschäftigen
und gleichzeitig für Abkühlung an heißen Tagen zu sorgen. Intelligenzspiele und Trainingseinheiten, die das Gehirn fordern, sind ebenfalls wichtig, um Langeweile und destruktives Verhalten zu vermeiden. Agility-Training oder Nasenarbeit können dazu beitragen, Ihre mentale und physische Energie sinnvoll zu nutzen. Die Kombination aus physischer Auslastung und mentaler Stimulation hilft, einen glücklichen, gesunden und gut angepassten Labrador zu erziehen. Es ist wichtig, die Beschäftigungsform zu variieren, um den Hund kontinuierlich zu fordern und zu fördern. Pflege und Krankheiten. Labrador. Retriever sind pflegeleichte Hunde, benötigen jedoch regelmäßige Fellpflege einschließlich wöchentlichem Bürsten, um lose Haare zu entfernen und Hautgesundheit zu fördern. Ihre Ohren sollten auf Infektionen überprüft und sauber gehalten werden, besonders bei Labradoren, die gerne schwimmen. Labradore neigen zu bestimmten Gesundheitsproblemen, wie Hüft- und Ellenbogendysplasie, Augenkrankheiten und Erbkrankheiten wie die progressive Retinaatrophie. Übergewicht ist ein häufiges Problem, das mit einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung kontrolliert werden sollte. Eine jährliche tierärztliche Untersuchung hilft, mögliche Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die vorbeugende Pflege, einschließlich Impfungen und regelmäßiger Parasitenkontrolle, ist entscheidend, um den Labrador gesund zu halten. Eine verantwortungsvolle Zucht kann das Risiko genetischer Erkrankungen minimieren, daher ist die Auswahl eines seriösen Züchters wichtig. Wir hoffen, dass ihr Freude daran hattet und nützliche Erkenntnisse über die bezaubernde Welt der Labrador Retriever gewinnen konntet. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, um uns zu unterstützen und stets die aktuellsten Rassevorstellungen zu entdecken. Herzlichen Dank für eure tatkräftige Unterstützung und bis zum nächsten Mal.